Habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, wenn ich eine Altersrente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe 45 Jahre voll durchgearbeitet, nie einen Tag gefehlt und war auch nie arbeitslos. Ich habe immer fleißig in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Und zum 1.5.2021 werde ich meine abschlagsfreie Altersrente dann endlich bekommen. Gleichzeitig habe ich doch aber auch noch 24 Kalendermonate Arbeitslosengeld. Anspruch drauf. Ich habe ja auch viel eingezahlt, jetzt will ich auch was daraus haben. So eine Idee, eine Anfrage eines Ratsuchenden, der auf dem Online-Portal rentenbescheid24.de eine Beratung wegen seiner Altersrente buchte. Und hier unsere Antwort. Wenn der Versicherte eine Altersrente erhält, dann ruht in der Regel der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. So steht es im Paragraph 156 Sozialgesetzbuch Nr. 3, ist für die Arbeitslosenversicherung zuständig, geschrieben. Das bezieht sich aber auf eine volle Altersrente. Bezieht der Versicherte aber nur eine Teilrente wegen Alters, so hat er Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Aber nur befristet. Und zwar für 3 Kalendermonate nach Beginn des Anspruchstages für das Arbeitslosengeld 1. Und aber auch nur dann, wenn er mindestens 6 Monate vor Beginn seiner Arbeitslosigkeit wegen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung eine Teilrente erhält. So sagt es § 156 Absatz 2 SGB 3. Kleines Beispiel dazu, damit es Ihnen klar wird, um was es geht. Der A ist seit dem 01.01.2019 Rentner mit einer Teilrente. Er geht ja nebenbei noch arbeiten und deswegen kriegt er keine Vollrente, er kriegt eine Teilrente. Er will noch bis zum 30.06.2019 weiterarbeiten. Danach hat er gesagt, habe ich einen Kanal voll. Und zum 01.07.2019 beantragt er Arbeitslosengeld 1. Und ganz erstaunlich, er wird auf jeden Fall für 3 Monate Arbeitslosengeld 1 bekommen, weil er hat nämlich 6 Monate vor dem 01.07. gearbeitet und deshalb eine Teilrente bezogen. Und jetzt kommt genau ein kleines Problem, auf was man natürlich logischerweise gar nicht im Auge hat, wenn man so ein Arbeitslosengeld 1 wegen der Teilrente bekommt. Was passiert denn, wenn über die sogenannte Spitzabrechnung sich herausstellt, das macht die Deutsche Rentenversicherung, sich dann herausstellt, dass sie ja gar keinen Anspruch auf die Teilrente haben, sondern einen Anspruch auf die Vollrente haben. Das hat was mit dem Hinzuverdienst zur Altersrente zu tun. Dann wird's lustig. Denn dann fällt ja der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 generell weg, weil wir wissen ja jetzt, wenn ich eine volle Altersrente habe, habe ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. In einer solchen Situation muss der Versicherte das für 3 Monate bezogene Arbeitslosengeld 1 dann an die Bundesagentur für Arbeit zurückzahlen. Unser Tipp: Setzen Sie sich vor Beginn einer Altersteilrente mit dem Arbeitsamt in Verbindung und lassen Sie sich aufklären. Das Arbeitsamt muss Sie beraten. Gehen Sie dort bitte nicht unvorbereitet hin, sondern nehmen Sie sich ein Blatt Papier, schreiben Sie irgendwas auf, schreiben Sie Ihre Fragen auf und stellen Sie die Fragen. Die müssen Ihnen also, die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit, müssen Ihnen ganz klar sagen, welche Ansprüche Sie haben, wenn Sie zum Beispiel eine Altersrente bekommen oder eine Teilrente bekommen oder eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen. Das müssen die Ihnen alles ganz genau sagen. So. Oder, wenn Sie damit nicht klarkommen, nutzen Sie einfach unser umfangreiches Beratungsangebot auf rentenbescheid24.de. Wir beraten Sie auch zu diesen Fragen, überhaupt gar kein Problem. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.